Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, auch viele bekannte Gesichter. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an unserem Thema heute Abend, Vorhofflimmern. Vorhofflimmern, das Thema, das uns hier zusammenführt, trifft uns häufig wie ein Gewitter. Es ist bedrückend, manchmal beängstigend, vor allem es kommt immer im falschen Zeitpunkt. Patienten beschreiben es oft einfach wie Blitz und Donner, die plötzlich einschlagen und auf uns herabprasseln. Das, der normale Herzrhythmus des Menschen, hier sehen Sie schematisch dargestellt, ein aufgeschnittenes Herz, das sind die beiden Vorhöfe, das sind die beiden Hauptkammern und die rechte Seite des Herzens mit dem sauerstoffarmen Blut, das in die Lunge gepumpt wird, die linke Seite dort, wo das sauerstoffreiche Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird. Hier oben ist der Sinusknoten, das ist unser Taktgeber, das ist ein ausgeklügeltes System der Natur, ein Wunderwerk, wie Ruth Amstein das vorhin schon beschrieben hat. Hier geht dann die normale Erregung über die Vorhöfe, wird gebündelt in diesem Übergang, in dieser Brücke, in diesem AV-Knoten und verteilt sich dann auf die Herzkammern. Das funktioniert alles sehr geregelt und das ist dann nicht mehr der Fall, wenn Vorhofflimmern auftritt. Vorhofflimmern, eine unkoordinierte Bewegung von den Herzvorhöfen, eine sehr schnelle Aktivierung, 300 bis 600 Impulsen pro Minute. Glücklicherweise durch diese Brücke, durch diesen AV-Knoten werden diese vielen Impulse gefiltert, sodass dann in der Herzkammer nur noch Erregungen von 100 bis 150 ankommt, sodass wir eine physiologische Herzfrequenz haben. Nichtsdestotrotz ist die Herzarbeit nicht mehr ökonomisch. Vorhof und Kammer arbeiten nicht mehr zusammen. Es fehlen ungefähr 20% der Herzleistung. Dadurch, dass die Vorhofkontraktion fehlt, der Vorhof vibriert, er flimmert. Das ist das Vorhofflimmern. Eine normale Erregung nochmal hier von den Sinusknoten. Alles koordiniert, der Vorhof zieht sich zusammen, die Kammer. Und wenn Vorhofflimmern auftritt, wird der Sinusknoten, der normale Intaktgeber, einfach überrollt. Der Mechanismus, es müssen Voraussetzungen erfüllt sein, dass es zu Vorhofflimmern kommt. Glücklicherweise haben nicht alle Vorhofflimmern. Es kommt zu Extrasystolen, zu Extraschlägen im Vorhof und eine kritische Masse an Herzmuskelgewebe muss vorhanden sein. Also eine Größe muss vorhanden sein, damit es zu kreisenden Erregungen kommt, zu diesen Kurzschlüssen, zu diesen Makro-Re-Entry-Circuits. Hier nochmal schematisch aufgezeichnet der Vorhof rechts und links und von der linken Seite, dort wo die Lungenvenen einmünden, die das sauerstoffreiche Blut zurückbringen, hier kommt es häufig zu diesen Extraschlägen. Und was dann das Vorhofflimmern auslöst, so hängt das jetzt hier, diese Extraschläge und dann kommt es zu den kleinen Kreisläufen, zu diesen Mikro-Re-Entry-Circuits, die von rechts nach links übergehen. Es handelt sich hier um die häufigste Rhythmusstörung, deshalb sind sie auch zahlreich gekommen, die häufigste Rhythmusstörung in der Bevölkerung, 1 bis 2% der Gesamtbevölkerung, wobei man sagen muss, das war ja auch im Thema schon beschrieben, eine Erkrankung der älteren Menschen, es ist uncharmant gesagt, ein bisschen Alterserscheinung, aber nicht nur. Wir sehen es auch bei jüngeren Menschen, bei 5% der über 60-Jährigen, bei 10 bis 15% der über 80-Jährigen. Es kann aber durchaus auch bei schon 20-Jährigen auftreten. In der Schweiz ungefähr 100.000 Patienten sind betroffen, es sind ungefähr 6 Millionen Patienten in Europa und bei diesen Patienten, die unter Vorhofflimmern leiden, besteht ein erhöhtes Risiko für einen Hirnschlag oder für eine Herzschwäche. Das ist, was es so unangenehm macht, was es bedrohlich macht, was uns und die Patienten beängstigt. Und viele Patienten sind sich dieser Problematik nicht bewusst. Viele Patienten wissen nicht, dass sie Vorhofflimmern haben. Und diese stumme Gefahr ist das Problem. Jetzt, warum entsteht Vorhofflimmern? Ich sprach vorhin von dieser kritischen Masse. Beim sogenannten Versuchskaninchen können Sie kein Vorhofflimmern aufrechterhalten. Man kann es vielleicht für ein paar Schläge induzieren, aber dann geht das Kaninchen wieder in einen schönen, regelmäßigen Rhythmus. Die Abstände sind hier gleich. Aber bei größeren Säugetieren, zum Beispiel bei Pferden, ist Vorhofflimmern ein sehr häufiges Problem. Bei Pferden ist es besonders gut untersucht, weil die Jockeys eben das Vorhofflimmern besonders lästig empfinden. Diese Pferde haben eine Leistungsintoleranz und wenn sie dann zum Rennen gehen sollen, dann bringen sie ihre Leistung nicht. Sie haben einen unregelmäßigen Rhythmus. Diese Vorhofaktion fehlt, diese 20% der Herzleistung. Und der Mensch ist so zwischen Kaninchen und Pferd, was diese Vorhofsgröße betrifft. Und da braucht es manchmal wenig, um dann wirklich dieses Fass zum Überlaufen zu bringen. Sie sehen die Patienten mit Vorhofflimmern in guter Gesellschaft. Man ist nicht alleine. Das ist gut und schlecht. Einmal ist es schlecht, weil es eine wirklich Epidemie ist, die auf uns zukommt. Andererseits ist Vorhofflimmern
gut erforscht, weil es eben eine solche Vielzahl von Patienten betrifft. Deshalb gibt es viele Studien, deshalb haben wir Möglichkeiten, die wir Ihnen anbieten können, wenn Sie unter Vorhofflimmern leiden. Es ist, wie gesagt, eine Alterserscheinung. Mit steigendem Alter nimmt das Vorhofflimmern zu. Hier und bei den über 80-Jährigen, wie gesagt, ist es dann bei, der Pointer geht hier gar nicht, sehe ich. Wenn ich hier die ganze Zeit zeige, gut, dann muss ich den hier nehmen, muss ich nicht von Ihnen abwenden. Bei den über 80-Jährigen eben bis 10 bis 15%. Vorhofflimmern wird ansteigen. Die Bevölkerung wird älter. Daran arbeiten wir, daran arbeiten Sie, indem Sie sich gesund ernähren, indem Sie bewusst sehen, was ist gut für Gesundheit. Die Lebenserwartung wird höher und insofern wird Vorhofflimmern häufiger werden, weil es eine Alterserscheinung ist. In 2050 wird sich die Anzahl von Vorhofflimmern-Patienten ungefähr verdoppeln. Was gibt es für Symptome? Wen betrifft es? Das ist das Thema. Es gibt durchaus den 20-Jährigen mit Herzrasen, insbesondere nach ausgeprägten Festen, das sogenannte Holiday-Heart-Syndrom. Da kann es durchaus auch mal einen 20-Jährigen geben. Die 30-Jährige mit Leistungsintoleranz, plötzlich ist die Leistung nicht mehr da. Woran liegt das? Der 40-Jährige, der auch Leistungsschwäche hat, plötzliche Abgeschlagenheit, 50-Jährige mit beklemmendem Gefühl, 60-Jährige mit Herzschmerzen, 70-Jährige, die präsynkopal sind, fast Ohnmachtserscheinungen haben oder tatsächlich ohnmächtig werden, schwindelig werden oder wirklich der Herzschmerz, das Herzrasen und die Angst, das Schwitzen und einfach die Beklemmung. Ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, was ist mit mir los, warum rast mein Herz? Das sind alles Manifestationsformen, aber auch die 80-Jährigen ohne Symptome. Was wiederum einerseits gut ist, wenn keine Symptome vorhanden sind, andererseits ist es diese stumme Gefahr. Das Risiko besteht trotzdem, das Risiko, einen Hirninfarkt zu erleiden oder eine Herzschwäche zu erleiden. Also hier muss man überall hellhörig werden. Die meisten Patienten leiden unter Vorhofflimmern. Hier sind aufgelistet die Symptome, Palpitationen, also Herzklopfen, Herzrasen am meisten. Dann Luftknappheit, eben Ohnmacht, Schwindelgefühl, der Brustschmerz, die Erschöpfung oder eben das stumme Vorhofflimmern, das Silent Atrial Fibrillation. Die Europäische Gesellschaft hat eine Klassifikation rausgegeben, damit man einschätzen kann, wie ist der Leidensdruck eines Patienten. Gibt es keine Symptome, ist es eben stumm oder gibt es nur milde Symptome, sind sie sehr stark, hindern sie uns an der Alltagstätigkeit oder verhindern sie jegliche Aktivität. Das ist immer wichtig, dass man sich da einschätzt oder auch die Skala von 1 bis 10. Wie geht es? 10 ist optimal, 1 ist hundsmiserabel. Es gibt verschiedene Begleiterkrankungen, die Vorhofflimmern begünstigen. Der Bluthochdruck, die Fehlfunktion der Schilddrüse, deshalb sollte immer ein Labor abgenommen werden, die Zuckererkrankung, Diabetes, dann Lungenerkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, die Schlafapnoe, die Patienten, die über Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit klagen und dann diese Atempausen haben, was oft die Ehefrauen oder auch die Ehemänner sagen, dass plötzlich Atempausen vorhanden sind. Das kann Vorhofflimmern begünstigen. Jegliche Herzerkrankungen, jegliche Klappenfehler können zu Vorhofflimmern führen und auch sämtliche Gefäßerkrankungen, Arteriosklerose, die sich unterschiedlich manifestieren kann, kann Vorhofflimmern begünstigen. Was gibt es für Auslöser? Häufig werden wir gefragt, einmal habe ich eine Herzerkrankung, Vorhofflimmern per se ist keine Herzerkrankung, es kann an vollständig gesunden Herzen auftreten. Wie gesagt, es ist einfach ein Dilemma der Größe des menschlichen Vorhofes. Bisschen kleinerer Vorhof wie beim Kaninchen führt nicht zum Vorhofflimmern. Es muss nicht sein, dass man irgendwas falsch macht, es muss keine Herzerkrankung zugrunde liegen. Häufig werden wir gefragt, wie kann ich es vermeiden, was sind die Auslöser? Oder Patienten kommen und sagen, bei der und der Tätigkeit, dort weiß ich jetzt, fängt mein Herz wieder an zu rasen und zu stolpern. Es kann unterschiedlich sein, es kann der Stress sein. Viele Patienten klagen darüber, wenn sie Stress haben, dass dann das Herz klopfen, das Herz stolpern kommt und sie dann nicht mehr leistungsfähig sind. Aber auch die Ruhe, die Entspannung. Plötzlich, wenn man in den Ferien ist und endlich sich erholen kann, dann setzt Vorhofflimmern ein oder abends auf dem Sofa oder am Wochenende. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie hier die Trigger sind. Wie viel Kaffee? Ist Kaffee überhaupt ein Trigger? Das ist individuell sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die da sehr sensibel reagieren. Es gibt welche, die können auch ihre paar Tassen Kaffee am Tag trinken. Und es ist kein Trigger, aber es ist möglich. Der Alkohol, ich erwähnte es schon, das Holiday-Heart-Syndrom,
Hier ist es so, dass das durchaus ein Trigger sein kann. Im Moment ist Oktoberfest, ich habe mal in München ein Semester studiert und ich war etwas entsetzt, dass wir mit einigen Professoren aufs Oktoberfest gingen und einer der Professoren nahm zu jeder Maß Bier, die er trank, eine Tablette gegen Vorhofflimmern, weil er wusste, durch den Alkohol würde das induziert. Ich sehe ihn heute noch ab und zu auf Kongressen, ich bin mir sicher, er erinnert sich nicht mehr daran, aber ich muss jedes Mal dran denken. Dann Ausdauersport, wirkliche Ausdauersportler, die so ein bisschen in die reiferen Jahre kommen, so sich in unserem Alter befinden, die haben häufig Vorhofflimmern oder auch Vorhofflattern. Oder aber die Patienten, die unter Bewegungsarmut leiden oder unter Übergewicht. Auch da, das sind Auslöser, das sind begünstigende Faktoren für Vorhofflimmern. Schlaflosigkeit kann Vorhofflimmern begünstigen, aber auch Schlaflosigkeit bewirken. Wenn plötzlich das Herz anfängt zu rasen, dann wachen viele Patienten auf. Wenn Vorhofflimmern sich ausbildet, dann kommt es dazu, dass der initial kleine Vorhof des Menschen sich dann vergrößert. Das Vorhofflimmern bereitet seinen eigenen fruchtbaren Boden. Der Vorhof wird größer, je länger das Vorhofflimmern andauert. Und das ist auch das Dilemma. Nicht nur der Vorhof, die Größe verändert sich, sondern auch die Struktur. Dort, wo vorher normales Muskelgewebe war, ist jetzt bindegewebige Einlagerung. Die Herzzellen verändern sich, die normale Zelle und die Vorhofflimmerzelle. Auch hier gibt es Veränderungen. Oder auch beim Aktionspotenzial, beim Erregungspotenzial, das sich verkürzt bei einsetzendem Vorhofflimmern. Insofern gibt es eine Vorhofflimmerkarriere, die wir klinisch einteilen. Das Vorhofflimmern, das anfängt und aufhört, meistens innerhalb von 48 Stunden oder von 7 Tagen, das paroxysmale Flimmern. Das anfallsartige, dann das Flimmern, das von alleine nicht mehr aufhört, wo es dann Interventionen braucht, Medikamente oder Eingriffe, oder aber das Vorhofflimmern, was einfach permanent ist, was dauerhaft ist und als solches akzeptiert wird. Auch damit kann man 100 Jahre alt werden, aber wichtig ist, dass man entsprechende Maßnahmen wie Blutverdünnung und so weiter beachtet. Warum muss ich es erkennen und behandeln? Wir haben darüber gesprochen. Die Symptome sind häufig, die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt, es fehlen 20% der Leistung. Und Patienten können eine Herzschwäche erleiden, weil teilweise sie in einem ständigen Dauerlauf sind, was den Herzmuskel ermüdet. Und das Schlimme eben die Thromboembolie-Gefahr, das Schlaganfallsrisiko, was deutlich erhöht ist und je nach Individuum zwischen 1 und 15% pro Jahr erhöht ist. Das Thromboembolie-Risiko, das Schlaganfallsrisiko bedingt, dass das Herz und das Hirn zusammenhängt. Und ja, Dr. Steffel zeigt mir als ausgewiesener Experte, er wird darauf eingehen, also kann ich das überspringen, hier der Zusammenhang von Herz und Hirn, wo sich die Thromben dort in dem, im Gehirn verlieren und dann zum Schlaganfall führen, wo jeder vierte Schlaganfall auf ein Vorhofflimmern zurückzuführen ist. Und das sind besonders schwerwiegende Schlaganfälle. Wenn wir die Diagnose stellen wollen, dann zuerst die Krankengeschichte, die Anamnese, sollte gefragt werden. Herzrasen oder Herzstolpern, ist es regelmäßig oder unregelmäßig? Was für Beschwerden hat man während der Rhythmusstörung? Wann hat es erstmals angefangen? Letzte Woche, vor 10 Jahren. Wie häufig tritt es auf und wie lang hält es an und was sind diese Auslöser? Ist es der Stress, ist es der Kaffee oder ist es was ganz anderes? Gibt es zugrunde liegende Herzerkrankungen? Dann sollte eine körperliche Untersuchung erfolgen, einschließlich Puls- und Blutdruckmessungen und dann natürlich das EKG. Wir brauchen eine EKG-Diagnose. Wenn wir jetzt nun ein EKG ableiten, das dauert manchmal nur wenige Sekunden, dann fangen wir häufig das Vorhofflimmern nicht ein. Das bedeutet ja nicht, dass der Patient nicht rausläuft und danach Vorhofflimmern hat. Das heißt, man muss manchmal genauer danach suchen mit Langzeitaufzeichnungen, mit Rekordern, die wir mitgeben. Diese Rekorder sind manchmal, ich sage, wie therapeutisch, dass während dieser 24, 48 Stunden Vorhofflimmern auch nicht aufgezeichnet ist. Das heißt, das sollte dann mit entsprechenden Langzeitrekordern, kontinuierlichen Überwachungen oder auch intermittierenden, wenn man es klopft, dass man es dann ableiten kann. Irgendwie sollte es dokumentiert werden, sodass man dann eine Aufzeichnung hat. Sie sehen hier oben einen normalen Herzrhythmus, hier mit regelmäßigen Abständen und diesen sogenannten P-Wellen und diesen QRS, diesen Kammerkomplexen. Und dieser Patient geht danach ins Vorhofflimmern über, unvermittelt, plötzlich unregelmäßig, plötzlich hier die Abstände
unterschiedlich lang und diese P-Wellen, diese Vorhofswellen nicht mehr zu erkennen. Das ist so eine Langzeitaufzeichnung, die wir dem Patienten mitgeben, weil wir brauchen ein Dokument, um wirklich zu wissen, dieser Patient hat Vorhofflimmern. Es gibt auch diese ganz kleinen Rekorder, die man heutzutage unter die Haut einspritzen kann, die man bis zu 5 Jahre unter der Haut tragen kann, um dann wirklich Vorhofflimmern zu diagnostizieren. Also es braucht ein Dokument, man muss wissen, was hat der Patient für einen Leidensdruck, gibt es Grund- oder Begleiterkrankungen, sind Komplikationen bereits eingetreten, das schlimme Ereignis, wenn ein Patient bereits einen Schlaganfall hat und man dann das Vorhofflimmern sucht, sind sie zu befürchten und entsprechend muss man die Behandlungsstrategie definieren, eine Rhythmisierung, eine Frequenzkontrolle, also wollen wir den richtigen Rhythmus gleich wiederherstellen oder erst einfach mal die Frequenz kontrollieren und vor allem die Blutverdünnung, um vor einem Schlaganfall zu bewahren. Die Behandlungsziele ganz an vorderster Stelle natürlich die Schlaganfallprävention mit einer Risikoeinschätzung, da wird mein Kollege Dr. Steffel dann darauf eingehen. Es gibt einen gewissen Risikoscore, um zu wissen, hat ein Patient ein Risiko bei Vorhofflimmern, den Schlaganfall zu erleiden. Entsprechend sollte eine Blutverdünnung installiert werden. Und das zweite Behandlungsziel ist die Verbesserung der Lebensqualität, weil die meisten Patienten leiden darunter, es stört sie mehr oder weniger und entsprechend sollte eine zunächst Frequenzkontrolle, aber eigentlich zielführend eine Rhythmuskontrolle angestrebt werden. Und hierzu stehen uns heutzutage glücklicherweise verschiedenste Strategien zur Verfügung. Und dort wird sie dann, das ist die Überleitung zum nächsten Thema von Dr. Steffel, über die verschiedenen Möglichkeiten leiten, um dann bei einer individuellen Patienten jeweils die günstigste Strategie, die optimale Strategie zu definieren, diesen Patienten von Vorhofflimmern zu befreien. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit.